Hallo und herzlich willkommen zum AD Kochstudio. Ich bin Julia und ich möchte heute mit euch ein richtig leckeres, erfrischendes Rezept machen, das ihr auch gerne mit zum Picknick nehmen könnt, denn ihr braucht dazu kein Besteck. Es ist ein Salat, der eingerollt wird. Aber damit der Salat, der eingerollt wird, uns auch besonders mundet, da wir kein Dressing dazu machen, sonst würde es ja alles zerlaufen, machen wir jetzt erstmal einen Dip, und zwar einen Erdnussdip. Dafür brauchen wir einfach nur so einen kleinen Shaker, aber ihr könnt es auch in einem ganz normalen Glasgefäß mit einer Gabel verrühren. Genau, und hier sind unsere Zutaten. Da haben wir einmal die Erdnussbutter, Agavendicksaft, Zitronensaft, Ingwer, Knoblauch und etwas Sesamöl. Das mischen wir jetzt einfach nur alles zusammen. Genau, alles nacheinander. So. Müsst schauen, wie ihr Ingwer vertragt, ob ihr gerne mehr Ingwer möchtet oder weniger. Da könnt ihr euch ganz im Rezept variieren. Wenn euch das auch ein bisschen zu dickflüssig oder so ist, dann kann man auch immer noch ein bisschen Wasser hinzufügen. So, Zitronensaft. Huch, ein bisschen was daneben gegangen. Ein bisschen Ingwer. Knoblauch. Ich liebe Knoblauch. Müsst gucken, wie viel ihr davon reinhaben möchtet. Das wäre jetzt ein C. Und das Sesamöl. Genau. So, alles rein. Und dann wird geschüttelt. So, eine Schale für unsere Soße. Na. Genau, so ein bisschen zähflüssig. Ich würde ein bisschen Wasser hinzufügen. Aber das müsst ihr dann schauen, wie es euch am besten gefällt. Ich habe schon ein bisschen Wasser vorbereitet. Das ist dann schon unsere Erdnusssoße und nun machen wir weiter mit den Summer Rolls. So, nun machen wir weiter mit den Summer Rolls. Summer Rolls findet man oft, wenn man essen geht, bei Vietnamesen oder beim Thailänder in der Vorspeisenplatte. Das kommt aus Thailand und zwar sind Summer Rolls eingewickelter Salat. Es sind so Reisblätter, die man dafür braucht. Die findet ihr jetzt auch nicht mehr nur noch beim Thailänder oder beim Chinesen, sondern ja, bei den gängigen Supermärkten findet ihr die eigentlich auch. Und es gibt ja auch immer wieder so eine Aktions-Asia-Wochen, da gibt es sowas auch immer. Und alternativ, wenn man nicht nur Salat reinhaben möchte, sondern auch ein bisschen Nudeln, da hier benutzen wir Glasnudeln, die bestehen aus Mungbohnen. Die findet ihr auch mittlerweile auch überall, also aus Mungbohnen, Glasnudeln oder auch Nudeln, so eine Glasnudeln aus braunem Reis, also auch sehr zu empfehlen. Die könnt ihr da auch mit reinmachen. Alternativ, was man da noch mit reinmachen kann, ist Tofu. Den habe ich jetzt leicht angedünstet, angebraten und dann mit etwas Kokosblütenzucker und Sojasauce karamellisiert. Genau, hier seht ihr schon unsere bunte Salatplatte, da ist euch wirklich keine Grenzen gesetzt, alles was ihr mögt. Wir haben jetzt hier ein bisschen gemischten Salat, Karotten, Paprika, Gurken, Radieschen, Avocado und auch ein paar Kräuter. Hier ist jetzt Basilikum und Koriander. Es gibt auch Thai-Basilikum, wenn ihr gerade auch beim Thailänder oder Chinesen einkaufen geht. Also es gibt wirklich alles, was ihr da reinmacht. Minze für Frische, da könnt ihr wirklich alles reinmachen, was ihr möchtet. Jetzt beginnen wir mal und zwar brauchen wir da ein etwas tieferes Gefäß oder eine tiefere Dose, wo wir Reisblätter reinmachen. Schaut auch, dass sie ja heile sind, weil es gibt manchmal so ein paar kleine Löchlein oder Abbrüche, dass, ja, dass da auch alles wirklich eingewickelt ist. Aber in so einer Verpackung sind, ich glaube, 200, 300 Stück drin. Also da werden auf jeden Fall genug dabei sein, die heile sind. So, die tut man dann in kaltes Wasser rein. Man kann es immer nur nacheinander machen, deswegen empfehle ich, dass man parallel arbeitet, während man das
eingeweichte Blatt schon auf den Teller, wo man es formt, legt, schon eins reinlegen, sonst müsst ihr immer wieder warten, bis das ein bisschen weicher ist. Genau, einfach ein bisschen hin und her drehen. Es muss so ein bisschen weich werden, das Blatt, damit wir das auch gut formen können, weil es ja sonst sehr hart in der Verpackung ist. Da muss man ein bisschen Geduld mit sich bringen. Genau, solange das einweicht, schneiden wir mal die Avocado. Da haben wir hier eine. Genau, die können wir einfach nur so ein bisschen in Scheiben schneiden. Und dann rausheben. So. Dass wir die auch gleich benutzen können. So, jetzt gucken wir mal nach dem Blatt. Ja, es ist schon sehr viel weicher geworden. Dann rausholen. Auf unser Blatt, wo wir es gleich zusammenformen. Und dann, wie gesagt, das nächste rein, damit das schon mal aufweichen kann, damit wir gleich weitermachen können. So, wie gesagt, es ist jetzt ja in eurem Geschmackssinn, wie ihr eure Summer Rolls gestalten möchtet. Ich mache gerne immer erstmal ein bisschen Salat drauf. Da könnt ihr auch schauen, welchen Salat mögt ihr, welchen habt ihr vielleicht auch gerade da. Deswegen schaut einfach, was euch da gefällt. Ein bisschen Karotten. Wichtig ist, dass ihr es ja so im oberen Drittel habt, damit wir das gleich mit dem Falten auch gut hinbekommen. Und noch ein paar Gürkchen, was Frisches. Also es ist wirklich schön, im Sommer so eine Summer Rolls auch mal zum Picknick mitzunehmen und dann auch ja kein Geschirr, kein Besteck mitnehmen müssen, sondern einfach nur ja unsere Summer Rolls in der Dose mit ein bisschen Dressing. So, jetzt machen wir noch unsere Avocado dazu. Und auch ein paar Kräuter, wenn ihr mögt. Aha. Und nun müssen wir es falten. Genau, da legt ihr das, die erste Seite einfach ein bisschen rüber und klappt dann schon die Seiten zusammen. Schauen, dass auch alles wirklich drinne bleibt. Und einmal umrollen. Und alles aneinander pressen. Die erste Summer Roll ist fertig. Legen wir jetzt erstmal hier hin. Ich mag das gerne, wenn man sie nochmal aufschneidet, aber das machen wir gleich beim Anrichten, wenn wir dann die restlichen Summer Rolls fertig haben. Genau, wir schauen mal. Die ist auch schon gut weich geworden. So geht das dann immer ein bisschen schneller, wenn man das parallel macht. Genau, jetzt machen wir jetzt mal eine mit Reisnudeln. So, genau, da mache ich immer zuerst die Nudeln rein. Könnt ihr natürlich auch klein schnibbeln. Ich habe es jetzt etwas lang gelassen. So. Die Nudeln rein. Also dadurch, dass sie aus Mungbohnen sind, sind sie auch glutenfrei. Und wenn man damit vielleicht auch mal einen Salat oder so machen möchte mit den Glasnudeln, kann man das auch gut machen. So. Und dann machen wir wieder ein bisschen Gemüse, das, was uns schmeckt, was wir gerne in unserem Salat auch haben, mit hinein. Ein bisschen Avocado, noch zwei Radieschen dazu. Und wieder zusammenfalten. Einmal rüber, die Seiten dran klappen und rumrollen. So. Nächster Summer Roll ist fertig. Genau, und wer es halt ein bisschen herzhafter mag, der kann das jetzt auch gut mit dem Tofu machen. Das gibt dann nochmal einen intensiveren Geschmack. So, das machen wir auch mal. Aber macht es gerne so, wie ihr es mögt. Und das, ich finde, das ist auch eine gute Beschäftigung, wenn ja, wenn man Besuch hat von Freunden, dass man zusammen kochen kann. Man kann die Zutaten zusammen vorschnibbeln und zusammen sich unterhalten und nebenbei so eine leckere Salatrollen zusammenrollen. Genau, noch ein bisschen Radieschen. Und jetzt mache ich den Tofu noch dazu. Bitte schauen,
dass die Rollen auch nicht zu voll sind, sonst reißt das Blatt auch mal. Lieber dann ein, zwei mehr machen. Genau, und jetzt auch hier rüber und zusammenrollen. So, nun haben wir einige Summer Rolls gerollt. Ihr könnt da, wie gesagt, variieren, wie ihr mögt. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Salat über habt, dann könnt ihr auch das einfach dazulegen und auch mit in die Erdnusssoße dippen. Ich mag es, wie gesagt, gerne, wenn man sie leicht anschneidet. So, ein bisschen schräg. Dann kann man nämlich auch sehen, was so drin ist. Und nun kann man sie schön genießen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Ausprobieren. Habt ihr keine Angst vor, es ist überhaupt nicht schwer. Man muss ein bisschen was vorschnibbeln, aber dann bringt das Rollen so richtig Spaß. Genießt den Salat gerne in heißen Sommertagen, beim Picknick oder auch einfach so zum thailändischen Abend. Ich wünsche euch viel Freude damit.